und ich möchte ja auch eine gute Mama sein. Und um eine gute Mama zu sein, muss ich auch mit mir selber im Reinen sein und mich wohlfühlen. Ich habe mich schon fast irgendwie mit der Situation so abgefunden gehabt. Ich dachte mir, ja gut, dann bist du jetzt eben dick und das ist jetzt so, du kriegst das nicht geändert. Wie soll man da überhaupt abnehmen? Das ist ja gar nicht möglich. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Also es ist ja wohl möglich. Körperverwandlung. Hi Liv, schön, dass du da bist. Freut mich total, dich mal kennenzulernen und persönlich zu treffen. Ja, ich freue mich auch wie wild. Ich habe dem Tag entgegengefiebert. Sehr cool. Vielleicht kannst du dich einmal kurz für die Leute vorstellen. Die kennen dich ja jetzt vielleicht noch nicht. Ja, hallo, ich bin die Liv. Ich bin 33 Jahre alt und Mama von einem fast 2-jährigen Sohn. Ich habe in der Schwangerschaft ordentlich viel zugenommen, über 35 Kilogramm. Und bin so dankbar, Körperverwandlungen gefunden zu haben, weil es ist nicht nur eine Verwandlung für den Körper, sondern wirklich auch für den Kopf und für den Geist. Schön, schön, dass du das sagst. Wie hast du dich gefühlt, bevor du hier mitgemacht hast? Ja, also ich habe mich schon fast irgendwie mit der Situation so abgefunden gehabt. Ich dachte mir, ja gut, dann bist du jetzt eben dick und das ist jetzt so, du kriegst das nicht geändert. Aber man versucht sich so damit zurechtzufinden und abzufinden, aber man ist innerlich so unzufrieden und so unglücklich und ich möchte ja auch eine gute Mama sein und um eine gute Mama zu sein, muss ich auch mit mir selber im Reinen sein und mich wohlfühlen. Ja, ja, das ist das, was, glaube ich, viele Frauen auch unterschätzen, die sich dann total aufopfern für ihre Kinder und sich immer hinten anstellen und ihnen geht es dann eigentlich gar nicht gut und irgendwie übertragen sie das ja dann auf das Kind dann auch. Ne? Ja, genau, das denke ich auch. Hast du denn jetzt auch gemerkt, jetzt wo du abgenommen hast, weiß gar nicht, wie viel hast du jetzt geschafft? Es sind jetzt fast 15 Kilo. Krass, ja. Glückwunsch, richtig gut. Man sieht es auch sehr im Gesicht. Dankeschön. Hast du gemerkt, dass jetzt was anders ist in der Kommunikation mit deinem Kind auch, wenn du sagst, das war vor allem vorher irgendwie? Ja, total. Also dadurch, dass ich jetzt einfach auch zufriedener bin, ich werde nicht so schnell ungeduldig. Ich habe mehr Geduld mit meinem Kind. Ich kann meinem Kind mehr Aufmerksamkeit bieten. Wir haben gemeinsame Routinen entwickelt. Also er freut sich jeden Mittag total drauf, mit mir gemeinsam zu kochen. Und manchmal kriegt der Papa eine Pizza und für Mama und Sohn gibt's Reis-Gemüsepfanne. Und er möchte immer die Reispfanne mitessen. Er will keine Pizza mehr, er will Reis und Salat. Und mich freut das natürlich auch, meinem Sohn eine gesunde Ernährung mit auf den Weg zu geben. Ja. Und einfach wirklich ein positives Verhältnis zu dem Ganzen zu haben. Und ich bin wirklich glücklich mit meiner Veränderung und ich denke, das strahle ich auch auf mein Kind aus. Und er wirkt dadurch auch glücklicher und relaxter. Also es hat wirklich, es ist eine Doppelwirkung. Es ist wirklich gut, ja. Schön. Würdest du sagen, das Programm lässt sich gut in den Mama-Alltag so vereinbaren, dass das sich... Passt das gut zusammen oder ist es eher stressig? Also ich finde es überhaupt gar nicht stressig. Man muss halt gucken, wie man seine Prioritäten ordnet und das Kind mit einbinden. Wenn man das Kind zum Beispiel einfach mittags mitkochen lässt, ist das überhaupt kein Problem. Und wenn man mal weiß, okay, an dem Tag ist ein Kindergeburtstag oder dort fahren wir weg, dann koche ich entweder vor oder ich spreche mich einfach mit Andreas und Steffi ab und die haben immer super Alternativen in petto. Mir wurde sogar noch ein Ernährungsplan to go quasi erstellt, dass wenn ich mal einen Tag nicht Zeit habe zu kochen, gibt es Alternativen, die ich ganz schnell und leicht vorbereiten kann. Ja, sehr cool. Das ist ja auch das Wichtige, ne? Dass das, man immer so auf die persönliche Situation auch guckt und darauf achtet, weil jetzt, was bringt einem so ein vorgefertigter Plan, den alle 30 Teilnehmerinnen bekommen würden? Das macht ja gar keinen Sinn, wenn jede Person ja doch anders ist und einen anderen Alltag hat. Ja, da war ich auch total dankbar, weil ich so viele Allergien habe und ich dachte, ja gut, jetzt habe ich so viele Allergien und ich kann keine Äpfel essen, keine Gurke, keine Melone, keine Nüsse. Wie soll man da überhaupt abnehmen? Das ist ja gar nicht möglich. Ja. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Also es ist ja wohl möglich. Und ich fand das auch so lieb, dass wirklich auf alles Rücksicht genommen wurde, auf meine Vorlieben beim Essen, auf meine Allergien. Also es ist so ein Rundumplan, der sich nicht nur in der Phase der Diät umsetzen lässt, sondern wirklich ein Leben lang. Es ist nicht eine Diät, es ist eine Ernährungsumstellung. Und das ist eigentlich das, was so fantastisch an der Sache ist. Schön. Ja, Diät verbindet man ja auch immer so ein bisschen mit Hungern. Mhm. Würdest du sagen, du hast gehungert? Oh, überhaupt nicht. Ich bin jedes Mal so satt, ich schaffe meistens gar nicht alles, was auf meinem Plan steht. Und mein Sohn isst ja auch noch mit, also der isst mir auch immer noch die Hälfte weg. Ich bin unwahrscheinlich satt, was auch den positiven Effekt hat, dass ich gar keine Lust habe auf Chips oder Schokolade. Also ich bin wirklich, wirklich glücklich, satt, zufrieden. Ja.
Das ist ein tolles Gefühl. Was war so dein Highlight in den Coachings? Was hat dir besonders gut gefallen? Da müsste ich jetzt jedes einzelne Coaching wiedergeben. Weil es gab jetzt wirklich nichts, wo ich sage, oh, das hat überhaupt nicht mit meiner Einstellung zusammengepasst. Ich fand, was ich wirklich schön finde, ist diese Herzlichkeit. Mhm. Also jetzt auch, wo ich euch das erste Mal sehe, ich habe das Gefühl, wir kennen uns ja eh schon seit einer Ewigkeit, weil man baut so ein herzliches, so eine herzliche Beziehung auch zueinander auf, auch zu meinen Coach, also zu meinen Coaches, zu euch, aber natürlich auch zu meinen Mitteilnehmerinnen. Ja. Ich schreibe auch mit 3-4 Mädels immer privat noch und dann halten wir uns auch immer so auf den Laufenden. Also da haben sich einfach auch wirkliche Freundschaften entwickelt. Und ja, ich liebe sowieso die Mindset-Coachings. Ne? Das hat mein ganzes Denken nochmal auf den Kopf gestellt. Weil auch wenn ich eigentlich eine positive Person bin zu anderen, bin ich mit mir manchmal sehr, sehr kritisch und streng. Und Andreas hat mir aber einfach beigebracht, always look on the bright side of life und einfach alles auch mal positiv, wie ich andere betrachte, mich einfach auch mal selber betrachten und mir auch eine ganze große Portion Selbstliebe zukommen zu lassen, weil das ist letztendlich auch ein Schlüssel zum Erfolg. Ja, das ist ein richtiger Gamechanger. Ne? Ja, total. Und das vergisst man total. Und ich glaube, andere Abnehmprogramme, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal versucht hast, anders abzunehmen, das ist ja, da wird das Mindset total außer Acht gelassen, ne? Ja, also ich habe jetzt noch nie bei irgendwelchen Programmen teilgenommen, aber ich habe so mit Low Carb, Keto, mit der Schokoladendiät, wo du 3 Tafeln Schokolade am Tag isst, mit der Reisdiät, also sämtliche Monodiäten. Und das mag vielleicht mal einen kurzfristigen Erfolg haben. Ich glaube einfach, weil das Wasser aus dem Körper geht. Mhm. Aber das ist einfach nur anstrengend und irgendwie entwickelt man danach auch wie so einen Selbsthass. Also das treibt dich in so eine Abwärtsspirale. Und das ist hier eben gar nicht der Fall. Mhm. Weil hier wird nicht nur an der Ernährung gearbeitet, sondern eben auch an deinem Mindset, an der Selbstliebe. Wir kriegen so viele inspirierende Zitate auch mit, die man so gut auf seine eigene Situation mit einbeziehen kann, dass es ist nicht nur eine Körperverwandlung, es ist eine Lebensverwandlung. Wie lief das so für dich ab in den ersten Wochen bei uns? Ja, ich fand es super einfach integrierbar, einfach weil es eben über Zoom stattfindet. Das ist für mich als Mama halt perfekt. Auch die Zeiten sind gut gewählt, sodass die Arbeit schon vorbei ist. Der Kleine wurde dann meistens vom Papa ins Bett gebracht. Und ich fand es super spannend. Ich habe auch mein kleines rosanes Büchlein geliebt, wo ich immer alles akribisch eingetragen habe. Ich war die ganze Zeit am Mitschreiben, einfach weil ich wie so ein kleiner Schwamm das ganze Wissen so aufsaugen möchte. Ja, einfach super. Also der Andreas ist halt auch super sympathisch. Die Steffi ist auch super sympathisch. Die ist ja so ein bisschen mein Vorbild, was den Körper anbelangt. Mhm. Also vielleicht komme ich da ja auch irgendwann hin mit Körperverwandlung. Mal gucken. Und ja, also ich fühle mich einfach gut aufgehoben und sehr, sehr wohl. Schön, das freut mich. Wem würdest du das Programm denn jetzt vielleicht zum Abschluss einmal so empfehlen? Wem kannst du das besonders empfehlen? Ich kann das eigentlich jedem empfehlen, natürlich auch den Mamas, gerade den Mamas, denen es so geht wie mir, die gesagt haben, ach, das wird ja sowieso nichts mehr, dass sie denken, es ist nicht mit Kleinkind vereinbar. Das stimmt einfach nicht. Man schafft das. Mein Kleiner war zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, auch erst anderthalb rum. Und es ist überhaupt kein Problem. Die Coaches haben auch nichts dagegen, wenn der Kleine auf dem Schoß sitzt. Also es lässt sich auf jeden Fall mit integrieren. Aber ansonsten empfehle ich das wirklich für jede Person. Egal, ob man abnehmen möchte, ob man straffen möchte oder ob man auch einfach mal ein bisschen an seiner Selbstliebe arbeiten möchte. Mhm. Denn das ist ja auch so ein wichtiges Thema und ich finde, das ist auch hier komplett abgedeckt. Selbst wenn es nur 5 Kilo sind, die man abnehmen möchte, dieses Programm hilft zu 1000%. Bei 50 Kilo, bei 100 Kilo, jeder wird hier fündig. Okay. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Worte und dass du so ehrlich und offen hier ja, sehr mit mir gerne. Gesprochen hast. Hat mich total gefreut, dich eben auch persönlich mal kennenzulernen. Ja, selbiges. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die Wochen noch so bringen. Oh, ich auch. Viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Schön. Danke. Ja, sehr gern. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.